Andi, ja. Wir haben noch Fragen. Die Leute haben immer Fragen. Wir haben noch von Facebook. Ja, also, dann hau raus. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat oder wie hat sich die Sammler-Community über die Jahre verändert? Warte kurz. Jetzt muss ich den hier wieder reinstopfen in den Fall. Der geht mit rein. Dann lasse ich es draußen. Ich wollte nur die Packung mal kaputt. Das war geiles so. Teil. Geiles Teil auf alle Fälle. Wusste ich gar nicht, dass ich den habe. wie hat sich die Sammler-Community verändert? Also zum Ersten, ich denke, es ist viel mehr Geld im Spiel wie früher. Viel, viel mehr Geld, wirklich. Da werden teilweise Summen für manche Sachen bezahlt, das ist schon erschreckend. Dann ist natürlich die Community gewachsen. Das Hobby hat sich natürlich, wie sagt man das so schön, es ist salonfähig geworden, das Ganze. Sammeln viele Leute, glaube ich, die vor Jahren nicht gesammelt hätten. Was extrem zugenommen hat, ich weiß nicht, wie ich das jetzt richtig sagen soll, ist die Penibilität. Gibt es Penibel? Die Leute sind sehr penibel, sag man mal, bei vielen Dingen. Früher waren wir froh, wenn man überhaupt mal, sag ich mal, eine seltene Sache bekommen hat. Heute will es jeder im Top-Zustand haben. Was man den Leuten natürlich nicht verübeln kann, aber ich denke, bei vielen Sachen ist das wirklich Jammern auf hohem Niveau, gerade so in diesen ganzen Grading-Geschichten. Es wird viel gegradet, es wird viel gekauft und verkauft, was natürlich auch einen Markt, deutlich höhere Marktpreise erzielt, glaube ich. Das ist so das Große, was ich sagen würde. Gerade diese Jagd nach den Top-Zuständen, das ist ja. Aber ansonsten, die Community ist gewachsen, sehr riesig. Egal ob Star Wars oder Masters, durch die ganzen neuen Filme, die jetzt kommen, das war in den 90er Jahren noch viel, viel entspannter. Was natürlich deutlich schwieriger wird, ist Sachen auf Flohmärkten zu finden oder sowas. Das ist sehr zurückgegangen, das muss ich selber auch sagen, da ich ja früher auch viel auf Flohmärkten unterwegs war oder immer noch bin. Und ja, da findet man heutzutage nicht wirklich mehr was. Okay? Weiter? Das war's, sind wir fertig? Nein. Ja, das war alles, Noch mehr Fragen? Noch mehr. Also, was wollt ihr noch wissen? Das sind noch vier. Ja. Was war der größte Fehlankauf oder Kauf, an den du dich erinnern kannst? Boah, das ist schwierig. Mach keine Fehlkäufe. Nee, ich weiß jetzt. Jetzt. Ich habe ganz früher mal einen gefälschten Boba Fett-Coin gekauft. Und der war damals auch schon richtig teuer. Das war über eBay, wo noch eBay in den Kinderfüßen stand. Und es war einfach nur so ein nachgegossenes Ding. Das war ein gutes Foto, aber das Teil, wo es nachher kam, das war gefälscht. Das waren so, ich glaube, damals schon 200 Mark in Wind geblasen. Nee, das war Euro, war das schon. Boba Fettcoin, 200 Euro in den Wind geblasen, glaube ich, von den Droids. Oder 150, war das, ist schon lange her. Ansonsten, was war noch? Größerer Fehlkauf noch, mehr hatten irgendwann mal so Adventskalender von Force Attacks. Das ist dieses Star Wars Sammelkartenspiel oder über das Sammelkarten. Da hat man mal einen großen Posten gekauft. Ich glaube, die haben wir dann am Ende irgendwie für 1 Euro ein Stück verkauft oder sogar zum Teil verschenkt, weil wir da so viele hatten und das lief nicht wirklich gut. Aber ja, was soll's, es kommt vor. Gibt es ein Sammlerobjekt, das du immer haben wolltest, aber nicht bekommen hast bisher? Da muss ich leider verneinen. Das gibt es nicht wirklich. Gibt nicht wirklich was, was ich immer haben wollte oder wo ich jetzt so unbedingt mega scharf drauf bin. Ich hatte viele schöne Sachen. Ich habe viele schöne Sachen wieder gehen gelassen. Ich bekomme immer wieder viele schöne Sachen. Es gibt viele tolle Sachen durch meine Hände. Das macht mir natürlich sehr viel Spaß. Aber jetzt sowas, dass ich jetzt sage, wow, das muss ich unbedingt mal noch haben oder so, gibt es aktuell nichts. Aber vielleicht sehe ich ja irgendwann mal was, was mich dann triggert, oder wie sagt man so schön? Ja. Was macht dir am Job am meisten Spaß und was geht dir am meisten auf den Keks? Am meisten geht mir auf den Keks? Das darf ich eigentlich gar nicht sagen, oder? Doch, alles darfst du sagen. Dass die Leute praktisch die Sachen in Top-Zuständen, aber zu einem Schnäppchenpreis haben wollen. Das ist immer das Schlimmste. Dass jeder den Top-Zustand haben will. Gerade jetzt auch bei den neuen Sachen, sei es Star Wars, sei es Masters of the Universe, das ist ganz, ganz extrem. Dass jeder praktisch den
Bestzustand sozusagen von uns haben will, aber leider, leider für diesen Bestzustand irgendwie auch den besten Preis haben will. Und leider funktioniert es nicht, Leute. Wir sortieren hier alles Hand raus oder wie auch immer. Und wenn jemand dann die Top-Zustände will, dann müssten wir da normal einen Aufschlag nehmen. Was macht mir am meisten Spaß? Am meisten Spaß, dass ich wirklich viel rumkomme. Ich habe viele Sachen in den letzten Jahren zu sehen bekommen. Ich glaube, das werden auch viele Leute in ihrem Leben nicht sehen. Was ich an Sammlungen gesehen habe, was ich an Sammlungen kaufen durfte, was ich in der Hand halten durfte, was wirklich einfach einzigartige Stücke oder Sammlungen sind. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß, so ein bisschen die Jagd nach den ganzen Schätzen sozusagen. Und auch, wie gesagt, dass ich wirklich viel zu sehen bekomme. Und das ist eigentlich echt, was heißt eigentlich, es ist eine coole Community. Und bei jedem, wo ich daheim war, das ist immer super nett und super toll. Und man lernt viele nette Leute kennen. Also, von da geht's draußen ab, Schlägerei oder was? Na, alles gut draußen. Jo, genau. So, Blick in die Zukunft, so wie du da hinten hingeguckt hast. Was ist der nächste heiße Scheiß am Toyhimmel? Das ist eine gute Frage. Was ist der nächste heiße Scheiß? Glaskugel. Wenn ich das wüsste, Leute, dann würde ich euch das nicht verraten, weil ich werde danach, dann würde ich mich zur Ruhe setzen. Nee, ich kann es wirklich nicht sagen. Aktuell sind halt die Dauerbrenner so, ich würde mal sagen, die drei Main Toylines, Masters of the Universe, Star Wars und Turtles. Ansonsten so in den ganzen Bereichen, Pokémon ist immer stark. Aber ob jetzt da irgendwas super Tolles nachkommt oder was da jetzt die nächste heiße, der nächste heiße Scheiß wird, schwierig zu sagen. Natürlich ist immer so ein bisschen zeitversetzt. Also Turtles kommt jetzt erst, weil das praktisch so immer einen Generationsschritt macht. Also würde ich jetzt sagen, was als nächstes kommt, sind so die ganzen 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, gerade da gehört Turtles dazu, gehört dann Power Rangers dazu, Street Sharks, wie heißen die, Extreme Dinosaurs und sowas, das war alles so Anfang, Mitte der 90er Jahre. Und ja, aber ansonsten gibt es ja jetzt nichts, was ich sagen würde, oh yeah, Baby, das geht voll ab. Die gängigen Toylines aktuell ist alles, glaube ich, super toll und auch, ja, genau, sammelwürdig. Wo siehst du dich denn in 2 Jahren? Ha? Das ist schon gut. In 2 Jahren weiß Zukunft. Ich nicht. Zukunft, komm nahe Zukunft. In 2 Jahren weiß ich nicht. In 10 Jahren sehe ich mich hoffentlich deutlich entspannter, mit deutlich weniger Arbeit, vielleicht noch über so ein paar Börsen oder Messen tingelnd und nicht mehr allzu viel Pakete packen. Aber in 2 Jahren wird es noch genauso hier sein, wie es jetzt ist. Ob der Laden in der Form noch, sag ich mal, so existent ist, wie er aktuell noch existent ist, ist natürlich fraglich. Weil einfach der Onlinehandel massiv zunimmt bei uns. Und wir das Paketvolumen, was wir aktuell machen, der Jochen hat das heute auch gesehen, er war heute mal ein bisschen dabei, das ist deutlich zu viel Paketvolumen für nur diese Gegebenheit. Eigentlich. Nur dich packen, habe ich nicht gesehen. Ja. Hast du nicht gesehen? Ich du packst ja nicht selber, du lässt ja packen. Na, das war's, genau. Das war's. Ich denke, in 2 Jahren ist da, wird sich hier nicht viel verändern, dann machen wir so weiter wie bisher. Es passt alles. Wenn wieder Fragen sind, einfach posten. Genau, meldet mal, Leute. Ich versuche alles bestmöglich mit bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Leute, ciao, ciao.